Wie? Von hier? Ja. Wohin? Ach, ja, ja, jetzt? Okay, klar. Hi, ich bin Tom, Geschäftsführer der Lehner Maschinenbau GmbH. Ich habe bei der Entwicklung vom SuperVario mitgewirkt. Man behauptet hier im Haus nach über 20 Jahren Tätigkeit, dass ich der Experte bin. Und heute möchte ich euch etwas mehr über unser Zubehör vom SuperVario erklären. Ja, wir kennen uns auch schon lang. How to pimpe unseren SuperVario. Ganz einfach, über die Autodosis, über das Abweisblech flügen rechts, über das Leitblech oder über den Vorgewendemanager. Wer da nicht weiter weiß, für den haben wir dieses Video gemacht. Das soll ich dir dann mal zeigen jetzt, oder? Ja. Ja? Ja, hier habe ich unser Leitblech verstellbar, speziell für die Aussaat von Zwischenfrüchten. Wenn man den Streuer auf dem Grubber oder auf der Scheibenecke aufbaut, ich streue hier direkt mein Saatgut gegen dieses Blech. Dadurch fällt mein Saatgut unmittelbar hinterm Streuer schon runter und wird nicht breitflächig verteilt. Hier kann ich nämlich über 6 Leitflügel meine Querverteilung von dem Saatgut exakt einstellen. Man kann den Neigungswinkel hier verändern. Das heißt, ich kann exakt den Abgabewinkel meines Saatguts einstellen. Hierfür bieten wir auch dann Streutabellen an, wo der Landwirt direkt sieht, wie man das Leitblech einzustellen hat. Wird rechts und links jeweils mit 2 Sechskantschrauben verschraubt. Das war's. Dann haben wir noch fürs Pflügen oder wie man bei uns in der Region sagt, Ackern, haben wir auch im Zubehör unser Abweisblech pflügen rechts. Hier habe ich die Möglichkeit, die Streuverteilung beim SuperVario einzugrenzen, sodass ich nur immer aufs Gepflügte streue. In Kombination mit unserem EHR-Zyklus, wo wir serienmäßig an der Steuerung haben, wo ich automatisch einstellen kann, dass er nur jede zweite Fahrt streut, weil ich mit dem Abweisblech ja doppelt streue. Das größere Abweisblech kommt hier ran, der Halbkreis kommt auf der anderen Seite ran. Und habe dann die Möglichkeit, meinen Winkel, meinen Ausgabewinkel vom Streugut hier einzustellen. Gut, also Autodosis. Optional bieten wir unsere Autodosis an für die geschwindigkeitsabhängige Dosierung. Fahre ich quasi schneller, bringt der Streuer mehr aus. Fahre ich langsamer, reduzieren wir die Dosierung. Die Autodosis bieten wir in 2 Varianten an. Einmal als GPS-Empfängerversion. Hier stecke ich einfach den 7-poligen Stecker am Bedienteil ein, habe hier meinen GPS-Empfänger, wo ich in der Fahrerkabine habe. Die zweite Version ist über die 7-polige Signalsteckdose vom Traktor. Hier stecke ich ebenso den Stecker am Bedienteil ein, hole mir das Signal vom Traktor und der Steuer läuft geschwindigkeitsabhängig. Warte mal, ich hole kurz irgendwas. Ja, wer es leid ist, immer am Bedienteil den Schieber auf und zu machen, für den haben wir im Zubehör unser Vorgewendemanager. Den bieten wir auch über die 7-polige Signalsteckdose an. Das heißt, ich stecke mir den Stecker am Bedienteil an, gehe dann an die Traktor-Signalsteckdose. Hier greife ich das EHR-Signal vom Traktor ab. Dadurch geht bei Heben und Senken der Schieber automatisch auf und zu. Dann gibt es über die 7-polige Steckdose noch den Vorgewendemanager Federschalter. Hier haben wir dann am Ende kein 7-poliger Stecker, sondern einen Federschalter, der dann den Schieber automatisch auf und zu macht. Dann gibt es noch über die 7-polige Steckdose den Vorgewendemanager Sensormagnet. Hier habe ich dann einen Sensor verbaut, wo ich mir ein Magnet am Unterlenker der Hydraulik anbringe und bei Heben und Senken geht der Schieber automatisch auf und zu. Wer jetzt immer noch Fragen hat zum Zubehör, E-Mail schreiben oder auch anrufen. Unsere Türen stehen für jedermann offen. Gerne vorbeischauen. Mein erster Grundgedanke war, ob ich überhaupt hübsch genug bin für das Video, aber...